Und damit, meine Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Folge Vermintide 2 Chaos Wastes. Wir haben hier eine Map von Slaanesh verflucht, Pilgermünzen, Elite-Einheiten und zwei weitere Stamina-Schilde bekommen wir dann, wenn wir abgeschlossen haben. Die Schlucht der Fäulnis. Oh, das ist schon wieder ein bisschen her, seitdem wir zuletzt Vermintide gemacht haben. Mein Weihnachtsspecial war ja die neue Map gewesen, die nicht mehr ganz so neue Map dann in dem Zeitraum. Und jetzt mal wieder Chaos Wastes. Wir sind unterwegs mit der Handmaiden mit folgenden Talenten, falls euch interessiert. So. Einfach anhalten und ein bisschen zurückspringen. So, gut. Dann schauen wir mal, ob es noch irgendwas zum Mitnehmen gibt hinten. Nee, ich sehe nichts. Die Mates haben da schon geguckt. So, Ingenieur, wir brauchen eine. Ingenieur, sage ich schon. Für unseren Zwergen brauchen wir eine Bombe. Wir schauen mal, dass wir vielleicht irgendwo eine finden und ihm zustecken können. Das wäre ganz schön. So, müssen hier ein bisschen aufpassen. Nicht, dass wir irgendwo hier von irgendwas angegriffen werden. Haben wir nicht... Oh, ich wollte schon sagen, haben wir nicht die Bubbles? Aber die hat einfach nur ein bisschen gebraucht. Das hat mich gerade ein bisschen gewundert. So, die holen wir mal mit Fernkampf weg. Oh, ist gut, dass wir die mit Fernkampf weggeholt haben. So, wir haben eine Bombe für unseren Zwerg. Das ist gut. Die kriegt er jetzt gleich auch. Und es gibt keine Gegenstände auf der Map. Wir werden nur hier Dingens finden quasi. Bubbles finden und vielleicht noch die anderen Sachen finden. Okay, da hinten ist nur was Grünes. Da ist kein irgendwie Amboss oder so. Ich will ein bisschen mal zu meinem Team hier gerade. Wenn ich ehrlich bin. So, wir werden da hinten mal das wegholen, was da hinten kommt. Oh, verdammt, jetzt ist da hinten eine Bubble. Die holen wir dann nochmal schnell weg. Holen wir nochmal hier die Hookratte weg. So, da gibt es noch eine Bombe. Wir stecken mal Baden eine zu. Das ist wichtig. So, der wird gleich wieder hochkommen. Das werden wir gleich sehen. So, Munition gibt es da unten auch nochmal. Wir gucken mal, dass wir die Bubble ein bisschen bekommen. So, da ist ein Fass. Da haben wir die Bubble bekommen. Und ein Trank ist da unten. Nice. Ich glaube, ich habe gerade auch 50 mal Bubble gerade in der letzten Minute gesagt. So. Aufpassen hier wegen Overheads. Das ist, wird sonst ungemütlich. So, hier hinten könnte es was geben. Müssen wir mal gucken. Wir sollten auf jeden Fall alles mitnehmen. Und die Folge wird heute ein bisschen länger, weil wir am Ende wieder rumstehen werden und ganz viel Coins sammeln werden. So bin ich. So ist jedes Team, was mit dem ich hier in Chaos Wastes spiele, eigentlich auch. Okay. Victor hat einen guten Spot gerade gefunden. Ich schau nochmal hier hinter, aber ich glaube, da hinten gibt es auch nichts. Gibt es hinten was? Ah, nee, ich sehe nichts. Manchmal gibt es hier eine Brücke, wo es dann da hinten weitergeht. Ich glaube auch, dass Chaos Wastes so ein kleiner Test war, wie gut das hier klappt mit den Maps für Darktide. Aber immerhin haben wir hier ein bisschen coolere Maps, finde ich, in Vermintide. Sind zwar nicht so lang wie in Darktide, aber dafür haben wir deutlich mehr Abwechslung. So, mal schauen, wenn wir oben lang gehen, manchmal gibt es weiter hinten auch noch was zum Mitnehmen, und zwar Boons oder so, meine ich. Ich sag mal, dass es nicht ein Monster, eine Patrouille gibt, und zwar genau da unten. Wir ziehen mal ein bisschen nach hinten, ich möchte nämlich nicht die Dingens hier anholen. Wir können auch mal das hier noch trinken, hält ja nicht so lang, aber wir geben irgendjemanden hier auch noch Gesundheit zurück. Oder war es einfach nur dein Nächster? Ich glaube, es war nur der Nächste gewesen. So, wir versuchen mal hier ein bisschen was wegzuholen. Wir gehen mal ein bisschen nach hinten jetzt gerade. Oh, schnell mal hier durch. Schnell mal die Dingens hier wegholen. Okay, das ist gut. Das passt soweit. Aufpassen, dass wir nicht irgendwie blöd getroffen werden. Und dann holen wir die Bubble weg. Vielleicht kommt nicht was Übles raus. Da müssen wir aufpassen, dass wir nicht sterben. Wäre da nämlich irgendwie ein Fass rausgekommen, wäre es ziemlich kacke geworden. Also, ich werde mal unseren Victor heilen. Er mit mehr Leben ist ein bisschen tankier. Wird uns helfen. Hier müssen wir aufpassen. Ich gehe lieber mal nach... Oh, wir müssen noch nicht weggehen. Ich würde nämlich gerne nach hinten wegziehen, aber unsere Mates laufen nach vorne. Dann muss ich mich dem auch mal anschließen.
So, aber wir können hier relativ gut die ganzen Kleinen mal halten. Sobald die hier Live Leeches bzw. die Stormer sich hier vor uns hinbewegen, können wir die dann wegholen. Wir müssen aber aufpassen, dass wir nicht von irgendwie einem von denen hinten angegriffen werden. Das wird sonst sehr schnell ungemütlich. So, die Bubble ist weg, gut. Und es kommt hier noch einmal eine Welle. Auch hinter uns ist irgendwas gespawnt. Okay, ist schon weg. Ja, ich finde es schade, dass wir in Darkheid noch nicht solche Spielmodi haben. Das wäre richtig schön. So. Okay, der kommt gerade zu uns, der Storm. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Oh, und der hat sich erstmal wegteleportiert. Das ist schön. Aber das sollte jetzt gleich auch mal eigentlich stoppen. Okay. Da oben ist er irgendwo. Wenn wir hochspringen, bekommen wir den auch. Jawohl. Wir haben noch einen Bubble hier, das ist ganz gut. Coins, Munition. Bömmchentrank nehmen wir mit. Sagen wir mal danke. Okay, was haben wir denn hier? Wenn wir Schaden erleiden, machen wir auch den Gegner in der Nähe Schaden. Ich habe das doch nie wirklich benutzt. Komm, wir machen das mal. Wir kriegen nicht so oft Schaden, aber vielleicht wird das helfen, Overheads abzufangen oder so. Das wäre interessant, mal auszuprobieren. So, wir haben einen Trank. Ich werde mal meinen trinken, damit wir ein bisschen mehr hier Leben haben. Einmal... Boah, wir haben echt viele Münzen diese Runde. Das finde ich sehr, sehr schön. Und ich lasse mal die ein bisschen näher hier ranlaufen. So, die bekommen wir aber jetzt. Wir müssen nochmal hier die wegholen. Geh mal kurz unsichtbar. Warten, bis unser Zielkreuz wieder normal wird. Dann holen wir mal die Bubble hier weg. Nice. Ah, wirklich extrem gut ist mein Aim gerade auch nicht. Da oben ist irgendwie ein normales Schwert. Jawohl, normales Schwert. Und hier ums Eck geht es diesmal nicht weiter, okay? Aber das hätte ich mir denken können. So, dann gehen wir mal hier gemütlich nach unten. Schnappen uns noch ein bisschen Munition vom Baden. Ein paar Schuss. Das ist ganz schön. Irgendwo hinten ist noch eine Gasratte, aber... Viel mehr sehe ich hier gerade auch nicht. Ich hätte nämlich gerne so einen hier Waffen-Upgrade für unser Schwertchen. Das wäre ganz schön. Aber bisher gibt es noch keinen Waffen-Upgrade. So, wenn das Gas weg ist, können wir durch. Ich muss aber auch gestehen, ich mag die Specials mehr in Vermintide. Finde ich irgendwie cooler. In Darktide so ein cooler Special. Ja, dann muten das ganz nett, finde ich. Die kann man sogar ausspielen, indem, wenn man getroffen wird. Finde ich ganz cool. Aber die finde ich nicht so gut wie den Assassinen hier, der Hund. Und der Assassine hier. Nicht vergleichbar. Hund ist totaler Cancer. Oftmals. Und der Assassine hier in Wormtide ist manchmal auch totaler Cancer. Aber hier haben wir wenigstens noch die Chance, dem gut auszuweichen. Und das sehe ich halt so oft nicht bei unserem. Hier, bei Darktide. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Hier sind zwei Chaos Warrior. So, mal gucken, dass wir kurz unsichtbar gehen. Vielleicht ein bisschen von den Bubblen hier wegholen können. So, den hier nochmal wegholen. Aufpassen, dass wir nicht getroffen werden. So, wir müssen auch nochmal hier was wegholen. Also, was gibt's denn hier gerade nicht? Oh, ich muss nochmal hier unsichtbar werden. Ich bin hier gerade ein bisschen risky unterwegs. Nein, da hinten ist eine Bubble. Wir müssen mal hinterher, hinter der Bubble. Hopp, 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 hopp. So, ich bekomme die nicht. Ich bin zu wohl, die gerade zu bekommen. Naja. Früher oder später bekommen wir wieder eine Bubble. Und wir werden am Ende so oder so ein paar Bubble farmen. Ich hoffe mal, dass wir irgendwie einen Dingens hier bekommen, einen Amboss. Hoffentlich auch bald. Das wär echt wunderbar. Ich gehe nach hier oben, aber die Map ist doch leer, ich nah. Das ist so das Problem hierbei, keine Gegenstände. Wir kriegen unendlich Bubbles, aber wir finden nichts außer die Ambosse, Waffen-Upgrades und die Boons. Oh, und die Boons. Das halte ich doch gut an. Ich hoffe, wir kriegen nicht den mit dem Pushen. Das wäre jetzt so toll, das wäre so ein Glück, wenn wir das bekommen würden. Nö, bekommen wir nicht, nice.
Akrobat hat einen Natural Bond bekommen, das heißt, er hält in der Zeit und wir müssen ihn mit dem Medikit heilen. Ich finde das auch, ich weiß nicht, irgendwie, die Vermintide-Maps haben so ein bisschen mehr. Ich finde das hier ist auch ziemlich geil. Bin mal gespannt, ob ich genug Zeit finde, um ein Thumbnail zu machen mit dem Bond jetzt gerade, wo ich da stehen geblieben bin. So, die Horde dünnen wir langsam mal aus. Hier gibt es nochmal ein bisschen Heilung. Gibt es noch eine Bombe? Ich nehme eine gerne Bombe mit. Ich würde mir mal einen hier gönnen. Hinten ein bisschen was wegholen. So, warten wir mal kurz, bis die Bubble hier runterkommt. Eins, zwei, drei. Und Doppel. Nee, einmal Münzen. Und eine Bombe haben wir bekommen. So, dann. Da oben gibt es vielleicht ab und an mal was zu holen, aber ich glaube, da ist gerade nichts. Der Life Leech ist bei unseren Mates da oben. Ich glaube, hier ist gar nichts zu holen. Nee, da ist gar nichts. Ich kriege aber echt ordentlich Cash. Das finde ich ziemlich nice. Aber leider macht einem Cash nicht immun zu... Also ja, aber leider sind wir dadurch nicht immun gegen Schaden. Das wäre zu gut. Wir müssen jetzt gleich unten ein bisschen aufpassen. Vielleicht finden wir nachher mal was hier unten zum... Oh, zum Kaufen. Das finde ich schön. Wir gehen mal hinter. Holen das jetzt erstmal. Vielleicht bekommen wir was Gutes, was uns hilft. Und jetzt gehen wir mal zurück. Wir haben jetzt gerade hier Sigmas Intervention bekommen. Das heißt, wenn wir... Ja, also gegrabt werden von der Hochratte. Oder eher gesagt, gehuckt werden von der Hochratte. Assassin wäre von einem Assassin. Oder. Jede 45 Sekunden werden wir daraus befreit. Das ist ganz schön. Das ist sehr, sehr hilfreich. Und ja, dann müssen wir gleich mal hier wahrscheinlich gegen den Monster kämpfen. Ich bin mal gespannt, ob Victor. Okay. Nee, er kann uns jetzt gerade nicht Dingens geben, hier das Fass. Nicht, wenn wir uns hier um die Berserker kümmern. So. Okay, das ist gut. So. Wir kümmern uns mal um das Fass hier. Wir haben ein paar Schilde. Und ein halbes Schild mehr, wir können hier durch. Wir können auch nochmal wegschubsen. Beziehungsweise normalerweise haben wir doch ein halbes Schild mehr. Aber nicht bei dem Fass, so wie es aussah. Das ist gut zu wissen. Wir müssen ein bisschen hier aufpassen wegen dem... Okay, die sind schon weg, die Berserker. So. Die holen wir auch nochmal schnell weg hier. Die Gruppe holt das Fass. Wir kümmern uns dann mal hier um den Mauler schnell. Und dann noch hier um den Berserker. Die haben außerdem nicht die Reichweite wie hier in Darktide. Wir müssen echt nah ran, um wirklich getroffen zu werden von denen. Nicht so wie in Darktide mit, oh ja, steht 5 Meter daneben, nom nom nom, weg. Das ist ganz schön hier in Vermintide. So. Und wir verlieren keine Ausdauer, wenn wir ausweichen, beziehungsweise sie lädt wieder auf. Den Luxus haben wir auch nicht in Darktide. Und wir haben mehr Performance in Vermintide. Naja, aber Darktide ist halt ein bisschen mehr die Weiterentwicklung von Vermintide. Und auch wie Vermintide wird Darktide ein paar Monate brauchen, Minimum, um auf einer guten Position zu stehen. So, da hinten ist irgendwo ein Leechy. Und da hinten ist noch eine kleine Ratte, wo wir gerade nicht rankommen. Bisschen schade. So, okay, das ist nicht so schön. Okay, da ist einiges weg. Irgendwo wäre noch eine Bubble, glaube ich, gekommen. Warum haben wir gerade nicht hier die Bubble bekommen von dem Stormwormen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich den nach irgendwie runtergeschubst habe. So, wir können auch noch ein bisschen Munition hier loswerden. Davon bekommen wir ja relativ viel. So, nochmal die Bubble hier wegholen. Okay, das ist gut. Okay, jetzt habe ich nochmal eine Bubble hier hingeholt. Ist aber nicht so schlimm, die sollte nicht weglaufen. Zumindest nicht zu weit. So, wir kümmern uns mal um die zwei hier. Dann holen wir mal hier die Hookratte weg. Dann nochmal hier ein paar Bubbles und dann auch mal hier die Action. Ich bin ja viel zu sehr mit dem Snipen gerade unterwegs.
So. Hier vorne liegt ein bisschen was, das sehe ich schon. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir hier die Gasratte auch bekommen. Oh, wir haben irgendwas anderes bekommen, aber nicht die Gasratte. Aber jetzt haben wir sie. Na, ich bin gerade nicht so gut mit Aim. Überhaupt nicht gut mit dem Aim. Ich habe gerade ein Explosiv fast reingeholt. Das hätte auch nicht so geholfen, aber... Naja. Uwe hat gerade nichts verloren. Er wird gleich wieder spawnen und dann wird alles ganz gut. Wir schauen mal, ob es irgendwie was noch zum Mitnehmen gibt. Mich wundert nämlich, dass wir hier noch gar kein richtiges Upgrade... Wahrscheinlich habe ich es nicht gesehen. Sind wir mal ehrlich. Okay, das war ein gutes Fass gewesen. So, wir werden Kuba mal holen, wenn er hier gleich spawnt. Jawohl. Ich finde es gut. Ich kenne noch die ganzen hier, die ganzen Spots und so. Das ist ganz schön. So, und jetzt beginnt das wunderbare ein bisschen Zeugfarmen. Es dauert immer ein bisschen. Wir schauen mal, ob es hier noch ein bisschen mehr Zeug zum Mitnehmen gibt. Hier gibt es noch ein bisschen Tränke, eine Bombe. Gibt es nochmal Munition, die nehme ich gerne nochmal mit. Bombe, Tarnung, Endlosbomben. Ich bleib mal bei Stärke, ja. Ich weiß nicht, bin ich so... Ich freue mich gerade nicht so genial über einen Bombentrank. Ich trinke den Nom Nom und habe dann die Bomben erstmal in der Hand für so und so lange. Das ist, finde ich, nicht so... Nicht so besonders nice. So, wir können mal gucken. Wenn wir weggehen jetzt von unserem Team. Genau, sollten wir ein paar hier Feinde bekommen. Und dann können wir noch vielleicht ein bisschen Münzen hier rauspressen. Und ein bisschen Explosivfässer hier rauspressen. Das ist ein Endlosbombentrank, okay. So, wir holen den hier nochmal schnell weg. Vielleicht bekommen wir nämlich noch ein bisschen was. Gibt es hier noch irgendwas? Ein bisschen Munition gibt es hier. Nehmen wir nochmal mit. Und irgendwo gibt es einen Litschi gleich. So, den haben wir beide. Dann holen wir nochmal hier das hier mehr weg. Das hier und dann die Hookratte, die hier oben runterkommt. So. Und nichts war hier wie ein Nahkampf. Die kriegen aber auch noch Barrels raus. Schönste, was ich gesehen habe, war, jemand hat die weggeholt, die Barrels. Und hat dann das ganze Team getötet damit. Das war auch nicht schlecht gewesen. Aber es ist so typische Vermintide-Momente, so wie gerade. Man zerstört und dann kriegen wir natürlich hier einen Bebel raus. So, oh, hier gibt es ein bisschen Dingens zu mitnehmen, Coins. So, fast bei 900, ich würde sagen bei 1000 oder 1100 oder so, können wir dann auch weiterziehen. Das ist so eine ganz schöne, finde ich zumindest, ein ganz schöner Score. So, irgendwo kommt da oben wieder ein Hochratte. Okay, haben wir bekommen. Ich habe was angezündet. Und hier ist eine Rattling. Hier war eine Rattling, sage ich mal eher so. Explosivfass drücken wir mal ein bisschen weg. Und ich... Oh, ich habe irgendwo den Trank gerade eben ausgetauscht. Wäre ja nur schade, wenn wir keinen mehr finden würden. Okay, Tarnung, Zorn. Nehmen wir mal Zorn für den Moment mit. So, die Rattling da hinten bekommen wir vielleicht. Oh, sorry, Baden. Das war nicht mit Bedacht gewesen. So, gibt es hier wieder einen Pass raus? Bin mal gespannt. Nope, noch nicht. So, wir holen mal hier den alles andere weg. Okay, hier gibt es gerade relativ viel zum Wegholen. Das ist... Wie viele Specials? Ja! Okay, da gab es jetzt gerade echt ordentlich Coins. So, die Idee, dass ein Special spawnt, wenn wir uns von der Gruppe wegbewegen, können wir ausnutzen, indem wir von der Gruppe mal weggehen. Rücke ist ein bisschen gefährlich, aber wenn wir ein bisschen hier weggehen, dann können wir ein bisschen was triggern. So, jetzt müssen wir Specials eigentlich auch oft tauchen. Okay, die haben schon alle 1400. So. Ja, ich habe auch 1-1. Ich muss mal richtig schreiben hier. Nicht, dass sie denken, dass ich nur 11 habe. So. Okay. Irgendwo gibt es hier nochmal einen Assassin, müssen wir aufpassen. Der wird wahrscheinlich irgendwo hier von der Seite gleich runterspringen.
So, den Globadier haben wir. Den Assassin haben wir auch, das ist gut. Dann holen wir nochmal hier die Bubbles weg. Mit Explosivfass natürlich. So, die Hochrate haben wir auch. So viele Brandbomben kommen hier gerade raus. Wir trinken mal den Trank hier, nur zur Sicherheit. Ich sehe den Assassinen nicht, aber ich treffe ihn. So, 1200 haben wir. Oh, wir haben schon wieder hier was angedingst, angetouched. So, also von den Fässern natürlich. So, da oben ist noch eine Gasratte. Hier ist noch ein Lychee. Die Bubbles bekommen wir vielleicht beide sogar. Nice. Dann nehmen wir nochmal hier einen Medikit mit. Obwohl es vielleicht besser ist, wenn wir ein Tränkchen mitnehmen. Nur für den Fall, dass wir mal wieder irgendwo drinnen stecken. Und dann mal schnell den Trank trinken können. Okay, das sieht soweit gut aus. Wir haben 1300, das sollte reichen. Naja, wenn Baden singt, ist schon lustig. Gut, dann rennen wir uns nochmal von der Gruppe. Bewegen uns dann nochmal weg. Damit hoffentlich nochmal was spawnt. Der KI-Direktor sollte ja eigentlich immer Sachen spawnen, wenn einer von der Gruppe zu weit weg ist. Das sollte jetzt weit genug weg sein. Wir gehen mal zurück. Aber bisher ist noch nichts getriggert. Nö. Aber es sollte passen. 1300 ist jetzt nicht wirklich wenig. Können wir ein bisschen sparen. Oh, oh, aber jetzt kommt natürlich dann nochmal was. Ah, verdammt. Die muss ich jetzt dann noch wegholen. Die muss ich doch jetzt noch wegholen. Das tut mir leid. So. Ich hole jetzt nochmal hier die Hochrate weg. Hol nochmal den Leech hier weg. Und dann nochmal die Bubbles hier, die ich nicht treffe. Okay, wir gehen mal ein bisschen von der Bombe weg. Holen wir nochmal hier die Hochrate weg. Die Gasrate hinten weg. Die Bubble hier weg. Muss jetzt mal aufpassen. Könnte nämlich hier schön werden. So, den Assassin bekommen wir aber langsam. Ja, ja, ganz schnell weg. Jetzt nehmen wir nochmal hier alles mit. So, einmal Münzen haben wir gerade bekommen. Gibt es hier noch irgendwo Münzen? Ich sehe gerade nichts. So. Die Bubbles können wir noch wegholen. Ja, ich glaube, mit dem Mate da hinten geht es nicht so dramatisch. Ich weiß gerade gar nicht, was Victor da hinten... Ob Kuba ihn bekommen kann. So, aber jetzt sollten wir echt mal wirklich abhauen. Hopp, 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 hopp. Sonst lenkt mich die ganzen Bubbles hier wieder ab. Und ich find's krass, wie viel hier 15% Angriffsgeschwindigkeit was ausmachen. So, dann. Ganz, ganz viel Geld haben wir hier. Gehen wahrscheinlich in den ersten 5 Minuten der nächsten Folge drauf. Würde mich nicht zu sehr überraschen. Aber ja, vielleicht auch nicht. Wir werden es sehen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge mit ganz, ganz viel Cash zurück und gucken mal, dass wir so viel wie möglich mitnehmen. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss, tschüss.